Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Train Sim World 4 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und ich möchte euch in diesem Video eine kleine Übersicht präsentieren, und zwar über alle deutschen Strecken und Züge, die es aktuell für Train Sim World 4 gibt. Hintergrund ist hier, dass ich oft in den Kommentaren manchmal Zugbezeichnungen, also Züge, lese, die gewünscht werden, oder von Strecken lese, die auch gewünscht werden, und dabei gibt es Teile dieser Strecken schon, oder den ein oder anderen Zug gibt es ja sogar schon hier im Spiel, aber es gibt eben auch insgesamt, glaube ich, jetzt mittlerweile 85 verschiedene DLCs für dieses Spiel, sodass man einfach auch schnell den Überblick verlieren kann. Und deswegen werde ich euch in diesem Video alle deutschen Strecken und alle deutschen Züge zeigen, die es jetzt aktuell, heute ist der 5. Oktober 2023, die es aktuell für Train Sim World 4 gibt. Das meiste sind, wie gesagt, DLCs, aber in der Special Edition sind ja zwei deutsche Strecken schon drin, in der Deluxe Edition ist eine deutsche Strecke schon dabei, und wenn ihr für die Vorgängerspiele Train Sim World 2 oder Train Sim World 3 oder Train Sim World 2020 schon deutsche Strecken besessen habt und deutsche Züge, dann konnte das Ganze genauso wie alle anderen Strecken und Züge natürlich kostenlos übernommen werden, wenn ihr Train Sim World 4 auf der gleichen Plattform mit demselben Account spielt. Ja, und da würde ich sagen, begeben wir uns direkt zu den Zügen. Es kommen sehr viele jetzt Zahlen und Daten auf euch zu, also nehmt euch nun etwas Zeit. Und wir werden den Schwerpunkt dieser Zusammenfassung auf die Strecken legen. Wir können uns jetzt hier die Strecken auswählen, und das Ganze können wir nämlich mittlerweile nach Land filtern, und da wählen wir Deutschland und bestätigen das. Und da sehen wir, dass es aktuell für Train Sim World 4 insgesamt 14 deutsche Strecken gibt, und ich werde das Ganze jetzt mal versuchen chronologisch aufzubauen, sofern ich das noch mit der Reihenfolge in Erinnerung habe. Und die erste deutsche Strecke damals in Train Sim World 4, das ist die deutsche Strecke Rapid Transit. Diese verbindet Markkleeberg, Gaschwitz mit Dessau und führt unter anderem durch den Leipziger City-Tunnel vorbei an Delitzsch und an Bitterfeld bis nach Dessau. Es sind, glaube ich, 25 oder 26 Bahnhöfe enthalten. Mit dieser Strecke zusammen gibt es 5 Szenarien, beziehungsweise wenn ihr alle Erweiterungen besitzt, gibt es 8 Szenarien und 439 Fahrplanfahrten. Diese teilen sich auf zwei Fahrplanmodi auf, einmal einen Fahrplanmodus aus dem Jahr 2017, das ist das Jahr, wo auch die Strecke veröffentlicht wurde, und dann kam einige Jahre später nochmal einer nach. Und im aktuellen Fahrplanmodus können folgende Fahrzeuge gefahren werden: einmal die Baureihe 1442 Talent 2 der S-Bahn Mitteldeutschland. Dieser wird mit diesem DLC mitgeliefert. Dann gibt es noch als Fahrzeug-DLC die Baureihe 182 der DB mit den Doppelstockwagen der 4. Generation. Diese können als zusätzliches DLC für die Strecke Rapid Transit erworben werden. Und da gibt es dann 3 weitere Szenarien mit diesen beiden Fahrzeugen und eben nochmal weitere Fahrplanfahrten. Optional können auch die Baureihe 143 aus anderen DLCs gefahren werden. Diese Lok gehört nicht zu Rapid Transit, sondern die ist bei Rosig nur Tarantarampe und Nahverkehr Dresden enthalten und erhält ebenfalls für diese Strecke auch Fahrplanfahrten. Und ihr seht hier, dass es beispielsweise hier dann eben zwischen Dessau und Bitterfeld eben die S8 gefahren werden kann mit der 143 und ebenfalls diesen Doppelstockwagen. Die meisten Fahrten gibt es für den Talent 2, und dann gibt es noch einige Fahrten hier für die Baureihe 182 und die hier ebenfalls als S-Bahn verkehrt. Also ihr seht, da habt ihr schon einiges an Fahrplanfahrten hier zur Auswahl, wenn ihr alle Erweiterungen besitzt. So viel zur ersten deutschen Strecke Rapid Transit S-Bahn Leipzig oder S-Bahn Mitteldeutschland. Die zweite deutsche Strecke, die kam dann einige Monate später auf den Markt, und das war die deutsche Strecke Ruhr-Sieg-Nord. Und auch diese Strecke verfügt über 156 Fahrplanfahrten und 11 Szenarien, wenn ihr hierfür alle Erweiterungen besitzt. Und in den Fahrplanfahrten können auch sehr viele Lokomotiven gefahren werden, unter anderem sogar die neue Lokomotive Vectron. Zum Umfang des Pakets für diese Strecke gehörte die Baureihe 143 sowie die Doppelstockwagen der 4. Generation. Außerdem gehört hier noch dazu die Baureihe 185.2 für den Güterverkehr. Als Fahrzeugerweiterung für diese Strecke könnt ihr euch die Baureihe 155 kaufen.
Da sind drei weitere Szenarien dabei und die Baureihe 363 mit ebenfalls drei Szenarien und Fahrplanfahrten. Aus anderen DLCs können die Baureihe 112 gefahren werden. Hier seid ihr auch im Güterverkehr und im Regionalverkehr mit dieser Lokomotive unterwegs. Dann kann die Baureihe 182 Dispo-Lok gefahren werden. Da wird unterstützt entweder die Lok mit den Szenarien für Rapid Transit oder die Lok aus dem Lokopack für die Strecke Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Dann gibt es noch die 100, ja, dann gibt es noch die moderne Lokomotive Vectron. Diese ist ja in Trains of World 4 Deluxe oder Special Edition und Special Edition erhältlich. Die soll auch bald als Einzel-DLC erhältlich sein. Auch hier könnt ihr dann Fahrten mit dieser Lok im Güterverkehr unternehmen. Ja, wie gesagt, wenn ihr hier alle Erweiterungen besitzt, dann sind auch 11 Szenarien, die ihr hier spielen könnt, möglich mit eben diesen beiden DLC-Loks sowie den mitgelieferten Fahrzeugen. Und die Strecke selbst, eine Länge von, glaube ich, 60 Kilometer und sowas, verbindet Hagen mit Hagen mit Finnentrop und ist doch teilweise sehr anspruchsvoll zu fahren. Die dritte deutsche Strecke für Trains im Würde, das war damals 2018 die Main-Spessart-Bahn. Auch diese Strecke verfügt mittlerweile über ein Erweiterungspaket und dann über 9 Szenarien sowie über 316 Fahrplanfahrten, aufgeteilt auf einen Fahrplanmodus. Zu dieser Strecke gehören die Doppelstockwagen der vierten Generation, die ihr hier fahren könnt. Dann die Lokomotive Baureihe 146.2, also damals gab es halt schon sehr viele Trax-Lokomotiven. Außerdem gibt es hier für den Güterverkehr die Baureihe 185. Und die Strecke führt noch über die legendäre Spessart-Rampe. Also das heißt, da könnt ihr noch solche Fahrten mit Schubbetrieb und so weiter nachspielen. Das Ganze ist ja seit 2018 mittlerweile über einen neuen Streckenverlauf möglich, aber hier in dieser Main-Spessart-Bahn zwischen Aschaffenburg und Gemünden, da ist ja noch der alte Streckenverlauf über die legendäre Rampe enthalten. Als Fahrzeug-DLC gibt es hier zusätzlich die Baureihe 204, eine kleine deutsche Diesellokomotive, und optional können hier die 112, die 155, dann die Baureihe 187, auch ein extra DLC gefahren werden, sowie die Baureihe 110, die E10, also schon ein paar modernere Loks. Also ihr seht, der Umfang des DLCs ist schon sehr gut und dann können doch weitere Loks gefahren werden. Die vierte deutsche Strecke für Trainsim World war dann die deutsche Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Wo steht sie denn? Rhein-Ruhr-Osten. Oder funktioniert mal wieder der Filter hier nicht korrekt? Wo ist denn jetzt Rhein-Ruhr-Osten hin? Hier, Rhein-Ruhr-Osten, direkt vor der Nase. Die Strecke Rhein-Ruhr-Osten hat 270 Fahrplanfahrten und 10 Szenarien, sofern ihr alle Erweiterungen besitzt. Bei jeder dieser Strecken natürlich gibt es Trainingsmodule für die mitgelieferten Fahrzeuge. Und bei dieser Strecke wird an Fahrzeugen mitgeliefert, zum einen die... jetzt muss ich selber erstmal überlegen, die 185. Die wird nicht mitgeliefert. Es wird geliefert auf jeden Fall die 100. Ja. Auf jeden Fall neu dabei ist hier die Baureihe 422 Rhein-Ruhr-Osten, eine moderne S-Bahn, die hier zum DLC gehört. Dann meine ich, war es noch die schwarze 185.5, die ebenfalls hier mitgeliefert wird, sodass S-Bahn-Verkehr und eben normaler Regionalverkehr, S-Bahn-Verkehr und Güterverkehr auf der Strecke gespielt werden kann. Im Güterverkehr, ihr seht, können auch wieder sehr viele weitere Lokomotiven gefahren werden. Und wenn ihr zum Beispiel Main-Spessart-Bahn besitzt, Schnellfahrstrecke Kassel-Wilhelmshöhe oder Nahverkehr Dresden, dann könnt ihr mit der 146 eben dort auch noch Nahverkehrszüge fahren, also weitere Nahverkehrslinien. Dasselbe gilt auch für den Doppelstockwagen, den wir jetzt hier kommen. Den sehen wir jetzt gar nicht hier zur Auswahl. Also dasselbe gilt noch für den Doppelstocksteuerwagen. Und als zusätzliches DLC gibt es hier für die Lokomotive DBG6, also Voslo G6 von dem deutschen Entwickler Trainsim Germany, die hier als Einzelfahrzeug-DLC für Rhein-Ruhr-Osten unterwegs, also erhältlich ist und auch in anderen, auf anderen deutschen Strecken eben im Verkehr eingesetzt werden kann. Ich wundere mich gerade, warum ich hier den Doppelstockwagen jetzt hier nicht sehe. Also manchmal funktionieren die Filter dann auch nicht so unbedingt, wie sie sollen. Aber gut. Dann gab es
gleich eine weitere deutsche Strecke. Das war die Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Die ist gleich nach Rhein-Ruhr-Osten rausgekommen. Und hier, achso, bei der Strecke Rhein-Ruhr-Osten, das vielleicht noch zur Ergänzung, die Strecke verbindet Wuppertal und Hagen. Es sind beide Streckenumläufe enthalten, also einmal für die Güter- und Regionalzüge über Ennepetal und dann die S-Bahn-Strecke über Gevelsberg. Und dasselbe ist auch bei der Hauptstrecke Rhein-Ruhr der Fall. Diese Strecke verbindet Bochum mit Duisburg und zwischen Bochum und Essen sind auch beide Streckenumläufe enthalten, also einmal die Strecke der S-Bahn und einmal die Strecke der Regional- und Fernverkehrszüge. Auch hierfür gibt es eine Fahrzeugerweiterung und wenn ihr das besitzt, dann habt ihr ja insgesamt 8 Szenarien, die euch zur Verfügung stehen und ihr könnt auf dieser Strecke 404 Fahrplanfahrten unternehmen. Neu mit dieser Strecke gibt es die Baureihe 425. Mit einem Fahrzeug, wo TSG bei der Entwicklung mitgewirkt hat. Außerdem können auf dieser Strecke auch die Baureihe 422 im S-Bahn-Verkehr gefahren werden. Und im Güterverkehr ist, also im Personenverkehr, ist glaube ich noch die 146 unterwegs. Und weiterhin, glaube ich, gibt es ja für den Güterverkehr noch die Lokomotive. Jetzt muss ich selber noch mal bei den Szenarien reinschauen. Ihr seht, bei den Ruhrstrecken, da weiß ich das auch nicht so aufwendig. Also, es gibt hier die Baureihe 425 und 22. Okay, da gibt es jetzt hier nur Personennahverkehr und S-Bahnverkehr. Zusätzlich gibt es für dieses DLC auch die Baureihe 101 mit Intercity-Wagen. Und wenn ihr dieses DLC besitzt, dann könnt ihr halt noch 3 Szenarien mehr spielen. Das ist dann diese Lokomotive hier. Und wenn ihr die besitzt, ich kann sie euch nur empfehlen, dann könnt ihr auch auf einigen anderen deutschen Strecken Intercity-Fahrten machen. Zum Beispiel zwischen Bremen und Oldenburg oder zwischen Dresden und Riesa. Denn früher hatten ja diese Lokomotiven immer einen Routenzwang. Das heißt, man musste dann diese Strecke besitzen, um die Loks fahren zu können. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Ihr könnt euch auch diese Fahrzeug-DLCs kaufen, ohne dass ihr diese Strecke besitzt. Das ist halt nur, weil hier das Training stattfindet und eben die Szenarien mitgeliefert werden. Ansonsten sehen wir auch hier wieder viel für den Güterverkehr, was dabei ist. Auch hier können wir den neuen Vectron fahren und da seht ihr, da ist auch jede Menge los. Ja, und Ruhrsieg, die Hauptstrecke Rhein-Ruhr, das war dann die letzte deutsche Strecke für das erste Trainsim World 2020. Danach ging es weiter mit Trainsim World 2 und da gab es gleich im Basisspiel mit eine deutsche Strecke, nämlich die Schnellfahrstrecke von Köln nach Aachen. Diese hat stolze 245 Fahrplanfahrten, 12 Szenarien, wenn ihr alle Erweiterungen besitzt. Und diese Strecke verfügt über 2 Fahrplanmodi. Einmal die Originalversion und dann gibt es noch eine Erweiterung, da müsst ihr euch hierfür allerdings dieses New Journeys Pack für Köln, für die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen kaufen. Die liefert euch dann ein neues Fahrzeug sowie eben einen neuen, besseren und überarbeiteten Fahrplanmodus. An Fahrzeugen gibt es hier, mit der Strecke gab es nämlich den ersten ICE, die Baureihe 406, also den Mehrsystem ICE 3. Ansonsten den DB Talent 2 für den Regionalexpressbetrieb zwischen Köln und Aachen und das waren die Fahrzeuge, die mitgeliefert werden und unterstützt werden aber sehr viele weitere Fahrzeuge, auch hier die Doppelstockwagen und die 146, mit der ihr zum Beispiel auch weitere Regionalexpressfahrten, hier das RE1 zwischen beiden Städten unternehmen könnt. Dann wird es auch hier, gibt es die New Journeys S-Bahn, das ist ein kleines Paket für, glaube ich, 5 Euro. Da könnt ihr dann S-Bahn-Fahrten zwischen Düren und Köln unternehmen. Habt auch noch 3 Szenarien, die euch da mitgeliefert werden. Außerdem könnt ihr auch die 422 dort als S-Bahn fahren auf der Strecke. Und ihr seht, es werden für die Regionalzüge und Güterzüge auch viele weitere deutsche Lokomotiven unterstützt. Ihr seht immer auch hier, wenn ihr das anklickt, von welchem DLC das auch alles ist. Also manche Loks sind ja in mehreren DLCs enthalten, wie halt hier die 185 oder hier die 146, die in einigen DLCs dabei ist. Und da müsst ihr nur eines besitzen, um dann halt die jeweiligen Fahrplanfahrten unternehmen zu können. Dann hier, das ist aber im alten Fahrplan, genau, im alten Fahrplan könnt ihr das mit der 422 machen, von
Hauptstrecke Rhein-Ruhr bzw. Rhein-Ruhr-Osten. Und im neuen Fahrplanmodus, da könnt ihr das dann richtig korrekterweise mit der 423 machen. Die ist halt ein kleines DLC. Ja, und es gibt, glaube ich, sogar hier, ja, es gibt zwei Fahrzeug-DLCs für die Strecke. Einmal die 422, die ich gerade, also die 423, die ich erwähnt habe. Und dann gibt es hierfür noch eine der wohl am meisten besprochenen Loks, nämlich die Baureihe 187 mit vier Szenarien, die ja jetzt ihr Sound-Update bekommen hat. Also hier eine Strecke, wo ihr zwei Fahrzeug-DLCs mit Szenarien dafür kaufen könnt. Dann war die nächste deutsche Strecke, und da muss ich jetzt gestehen, da bin ich etwas unsicher, was die nächste deutsche Strecke war. War es Hamburg-Lübeck oder war es München-Augsburg? Ich meine, dass es München-Augsburg gewesen ist. Auch diese Strecke verfügt über 5 Szenarien und hierfür gibt es keine Fahrzeugerweiterungen, dafür aber einen Fahrplanmodus mit über 400 Fahrten. Es gibt hier die Baureihe 403 in der Deutschland schnellster Klimaschützerlackierung, also einen ICE3. Und für den Güterverkehr gibt es auf dieser Strecke, was war für den Güterverkehr dabei? Auch hier muss ich mal in einen... hier in die Szenarien schnell reinschauen. Ne, es gibt die 403 und für die S-Bahn gibt es die Baureihe 423 der S-Bahn München, die ihr hier fahren könnt. Also Güterverkehr ist auch hier nur möglich auf der Strecke, wenn ihr eben entsprechend auf der... Also Güterverkehr, also standardmäßig geht hier S-Bahn-Verkehr und ICE-Verkehr. Und wenn ihr weitere deutsche DLCs besitzt, ihr seht das ja immer, welche hier, der Steuerwagen, der wird, glaube ich, von 6 DLCs hier unterstützt. Und die jeweiligen Lokomotiven, die dann dazugehören, da könnt ihr dann Regionalexpressfahrten machen oder hier mit der 425 zum Beispiel Fahrten des Fokker Express. Also hier ist jede Menge möglich. Und da müsst ihr gar nicht alle DLCs besitzen, sondern nur eben einige, wo diese Fahrzeuge eben dabei sind. Auch der Vectron kann hier gefahren werden auf der Strecke. Also hier ist da wirklich sehr viel mehr möglich. Dann folgte die deutsche Strecke Hamburg-Lübeck. Hier gab es auch 5 Szenarien, das heißt auch hierfür gibt es kein spezielles Fahrzeug-DLC. Hier gab es erstmals die Baureihe 112.1, die ist ja früher auf der Strecke gefahren. Zusätzlich noch hier eben Doppelstockwagen der 4. Generation und hier gab es außerdem die Lokomotive Baureihe 182 MRCE für den Güterverkehr. Additionell werden auch hier verschiedene Lokomotiven, auch Diesellokomotiven unterstützt, zum Beispiel für den Rangierverkehr. Mit der 101 können ja noch Intercities gefahren werden auf der Strecke. Mit dem ICE können ebenfalls Fahrzeuge, sogar mit beiden ICE bzw. Doppeltraktion, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, können hier eben auch einige ICE übernommen werden zwischen den Orten. Und auch hier kann die Lokomotive Vectron gefahren werden. Sogar Hamburg-Rotenburgs Ort erreicht werden, so ein kleiner Abzweig von der Strecke. Also auch hier ist da jede Menge am Verkehr möglich. Es lohnt sich also, mehrere Strecken zu besitzen. Und das war dann, glaube ich, schon wieder die letzte deutsche Strecke, die es dann für Trains of World 2 gab. Und dann hatten wir irgendwann das Jahr 2022 und es folgte die längste Strecke, die es aktuell in Trains of World 4 gibt. Das ist die Schnellfahrstrecke von Kassel nach Würzburg. Diese Strecke hat eine Länge von 186 Kilometern. Wenn ihr alle Erweiterungen besitzt, könnt ihr 14 Szenarien spielen. Und für diese Strecke gab es erstmals auch die Baureihe 401 ICE1 in zwei Varianten, 14 Wagen und 11 Wagen. Über das Lokopack 2 könnt ihr dann noch die Klimaschützer-Variante des Zuges kaufen. Da ist halt die Lackierung etwas anders. Außerdem gibt es mit der Strecke den ICE3. Auch hier gibt es noch eine zweite Variante, der Railbow ICE. Das ist die Regenbogenlackierung, die ebenfalls zum Lokopack 2 gehört. Für den Güterverkehr gibt es auf dieser Strecke die Baureihe 185, wo ihr nachts dann Güterzüge fahren könnt. Additionell werden hier die Loks 101 unterstützt für den Nachtzug in Intercity-Verkehr, dann weitere verschiedene Güterzugloks und natürlich auch die moderne Lokomotive Vectron, die hier im Fahrplanmodus gefahren werden können. Es gibt auch eine 146 und den Talent 2, die aber hier nur bei der Strecke in den Bahnhöfen als KI-Verkehr unterwegs sind. So, wir gehen wieder zurück und beziehungsweise wenn ihr, wie gesagt, diese Strecke kauft, auch wenn ihr die Fahrzeuge 146 und Doppelstockwagen dort nicht nutzen könnt, ihr könnt sie auf anderen Strecken dann im Fahrplanmodus fahren.
Nach Kassel-Würzburg folgte dann eine weitere deutsche Strecke. Das war dann die Strecke von Bremen nach Oldenburg. Sie liefert 6 Szenarien. Es gibt kein spezifisches Fahrzeug-DLC hierfür und es gibt 272 Fahrplanfahrten. Mit der Strecke zusammen gibt es die Baureihe 425. Es gibt die Lokomotive Baureihe 110, also die E10. Es gab erstmals auch die N-Wagen inklusive eines fahrbaren Steuerwagens, den Karlsruher Steuerwagen, Karlsruher Kopf genannt. Additionell mit dieser Strecke zusammen gibt es noch die 155 für den Güterverkehr und additionell werden auch hier weitere Lokomotiven unterstützt, zum Beispiel hier die G6, wo Lokwechsel gespielt werden kann. Und eben, wie gesagt, es können die ICE-1-Züge hier von Kassel-Würzburg gefahren werden, es können im Fahrplanmodus die Baureihe 101 mit Intercities gefahren werden, sowie weitere Lokomotiven im Güterverkehr. Hier mit der 612 werden die Dieselfahrten nachgebildet, weil ja auf Teilabschnitten da auch Dieselzüge unterwegs sind. Und da könnt ihr das Fahrzeug auch mal richtig auf 160 ausfahren. Und dabei erwischt habe ich tatsächlich eine Strecke übersehen, die damals noch für TSW 2 rauskam, nämlich die Tarante Rampe von Dresden nach Chemnitz. 80 Kilometer Länge, 6 Szenarien sind dabei und es gibt hier einen 200 Fahrplanfahrten, einen umfangreichen Fahrplanmodus. Erstmals gab es hier die Baureihe 612 in Einzel- oder Doppeltrakt. Die ja zu der Zeit, die Strecke ist 2012 angesiedelt, damals ist die dort noch als Franken-Sachsen-Express unterwegs gewesen. Dann gibt es die 185 Railpool, die mitgeliefert wird, dann die 143 der S-Bahn Dresden, inklusive Doppelstockwagen für den S-Bahn-Verkehr zwischen Dresden, Tharandt und Freiberg. Ansonsten gibt es, meine ich, hier noch eine kleine Rangierlokomotive, die noch dazu gehört, genau die V60. Und dann, ihr seht es ja selber, additionell noch viele Fahrzeuge, die ihr da fahren könnt. Zum Beispiel den Talent 2, den ihr sogar in 2 Varianten fahren könnt. Und eben hier auch weitere Fahrzeuge im Güterverkehr. Ja, auch eine sehr abwechslungsreiche Strecke. Und das Besondere ist hier mit der 612, da könnt ihr sogar mit einer echten Neigetechnik fahren. Also das ist ja ein extra Geschwindigkeitsprofil und das könnt ihr da wirklich auch bei der Strecke nutzen. Ihr seid dann auch schneller als ein Zug ohne Neigetechnik. Also das ist schon eine Strecke, die durchaus ihre Daseinsberechtigung hat. Warum sage ich euch das mit Train Sim World 2 und Train Sim World 1 Strecken? Die sind vom Niveau her in etwa gleich, weil die alle mal ein Preservation Update bekommen haben, die dort gewisse Dinge auf aktuellen Stand gebracht haben, wie da zum Beispiel gleiche Skyboxen und dann gab es aber die ersten TSW3 Strecken, Bremen-Oldenburg habe ich euch ja vorgestellt, die haben dann schon die, und Kassel-Würzburg auch, die TSW3 Features, das sind die neuen Wolken, das neue Belichtungssystem, das sieht dann schon nochmal viel schöner aus und dann hatten wir nach Bremen-Oldenburg die nächsten beiden deutschen Strecken. Das war einmal die deutsche Strecke linke Rheinstrecke von Mainz nach Koblenz, angesiedelt im Jahr 1997. Es gibt 6 Szenarien, 301 Fahrplanfahrten, wovon eben 150 Fahrplanfahrten eben auf die Stammstrecke fallen. Es gibt 113 Fahrten mit der Baureihe 103. Dann die E10, die gehört ebenfalls zum Paket. Und der Karlsruher Steuerwagen in mintgrüner, lichtgrauer Lackierung. Die 3 Fahrzeuge sind dabei, wobei auch hier die 110 im Güterverkehr mit eingesetzt wird. Additionell gibt es noch 2 Fahrten für den ICE1 und 54 Fahrten für die Baureihe 628.2. Der gehört ja zum DLC Niddertalbahn. Und die Niddertalbahn, die kam auch in derselben Zeit raus. Das ist die erste Strecke vom deutschen Entwickler TSG Trainsim Germany. Und die Strecke gilt für viele als die schönste Strecke, die es überhaupt aktuell im Trainsim World Universum gibt. Also als die schönste deutsche Strecke. Es gibt 5 Szenarien, 62 Fahrplanfahrten. Die Strecke ist relativ kurz mit 35 oder 32 Kilometern, aber trotzdem sehr beliebt. Mit der Strecke zusammen gibt es das Fahrzeug Baureihe 628.2 und die Diesellokomotive DB Baureihe 365, auch eine Unterklasse der V60. Die Strecke führt von Glauburg-Stockheim nach Bad Vilbel. Wie gesagt, Länge um die 32 Kilometer sowas und trotzdem dauert die Fahrt halt eine gute Stunde. Wie gesagt, eine Strecke, die trotz ihrer kürzeren Länge beliebt ist.
und ist angesiedelt im Jahr 1992. So, und damit haben wir die Strecken, meine ich, soweit durch. Es fehlt noch eine Strecke, und zwar die deutsche Strecke Nahverkehr Dresden. Die kam ursprünglich ebenfalls für Trains of World 2 raus, hat aber mit dem Release von Trains of World 4 ein großes Upgrade bekommen, und die Strecke verfügt aktuell auch über die neuen TSW 4 Features, und dazu zählen auch die TSW 3 Features natürlich, Belichtungssystem und so weiter. Und wenn ihr hierfür alle Erweiterungen besitzt, das ist halt der Vectron-Lock, die als Erweiterung dafür erhältlich ist, da gibt es dann 10 Szenarien und 477 Fahrplanfahrten. Der Fahrplanmodus wurde dann nochmal ausgebaut mit dem Release. Zum Umfang der Strecke gehören aktuell der Talent 2, dann die Doppelstockwagen der vierten Generation, die Baureihe 143 und dann, jetzt muss ich selber erst nochmal überlegen, dann die V60 ist noch mit drin und die 185 ist ebenfalls enthalten. Für den Fernverkehr werden die ICE-3-Züge der S-Bahn der Schnellfahrstrecke Köln unterstützt und die Baureihe 101, da könnt ihr auch Intercities fahren, und dann noch verschiedene Lokomotiven hier für den Güterverkehr, die dann dort entsprechend eingesetzt werden können. Vectron, die Lokomotive, ist aktuell exklusiv mit Trains & World 4 Deluxe und Special Edition erhältlich. Dort ist auch die Strecke Dresden, Nahverkehr Dresden, schon mit drin. Diese Lokomotive, die soll ab dem 26. Oktober dann aber auch als Einzel-DLC erhältlich sein. Habt ihr die Strecke Dresden, Nahverkehr Dresden schon besessen, bevor es Trains & World 4 gab, dann konntet ihr diese natürlich auch kostenlos übernehmen und habt dann dieses besagte Upgrade trotzdem bekommen. So, dann geht's wieder zurück, und ich meine, jetzt haben wir doch alle Strecken einmal uns angeguckt und abgegrast. Das sind also alle deutschen Strecken und alle Fahrzeuge, die es aktuell hier für Trains & World 4 gibt. Wir können doch mal der Übersicht halber nochmal in die Zughalle gehen. Ihr seht 13.000, fast 14.000 Fahrplanfahrten und über 490 Szenarien gibt es aktuell für dieses Spiel und 216 Trainingsmodule. Und hier filtern wir das Ganze auch nochmal nach Deutschland. Und da sehen wir auch hier nochmal einen kurzen Überblick. Aber ich glaube, hier ist es manchmal so ein bisschen unklar. Hier wird zum Beispiel die 423 von München noch nicht angezeigt, dass es hier so ein bisschen Überlappungseffekte gibt. Aber hier sehen wir nochmal Vectron Einzel-DLC, 204 einzelnes Fahrzeug-DLC. Die 423 bei München, oder wir gehen es mal zusammen durch, Leute. Also, Vectron ist aktuell exklusiv mit TSW 4, Deluxe und Special erhältlich. Wird später ein Einzelfahrzeug-DLC werden. Wer die Deluxe oder Special Edition kauft, der darf das Fahrzeug natürlich behalten, das ist ganz klar. Dann haben wir die Diesel-Lokomotive Baureihe 204. Ist ein einzelnes Fahrzeug-DLC von Rivet Games mit Szenarien für die Main-Spessart-Bahn und Fahrplanfahrten, wird aber auch im Fahrplanmodus auf anderen Strecken eingesetzt. Dann haben wir, also wir können auch mal gucken, ne, hier früher gab es die mal für andere Strecken, warum es die jetzt hier nicht angezeigt wird. Dann gibt es die Baureihe 442 Talent 2 mit den Strecken Schnellfahrstrecke Kassel-Wilhelmshöhe-Würzburg und Nahverkehr Dresden. Dann gibt es die Baureihe 406, die gehört zu Köln-Aachen. Die Baureihe 423 ist einmal als DLC für Köln-Aachen erhältlich, aber ist auch bei München-Augsburg mit dabei. Die Baureihe 425, die gibt es für die Hauptstrecke Rhein-Ruhr mit Szenarien. Ist bei Rhein-Ruhr dabei und bei Bremen-Oldenburg. Die 612 gehört zu Dresden-Tharandter Rampe. Die 628.2, und dazu zählt auch die verkehrsrote Variante, die es seit kurzem gibt, gehört zur Niddertalbahn. Und der ICE-1, der gehört zur Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Dann sehen wir den ICE-3, Baureihe 403. Da gibt es einmal eine Variante, die zu Kassel-Würzburg gehört, dann zu München-Augsburg. Und es gibt noch das Lokopark 2. Da ist die Railbo-Variante dabei mit auf Szenarien und Fahrplanfahrten für Kassel-Würzburg. Beziehungsweise kann im Fahrplanmodus, meine ich, auch auf anderen Strecken eingesetzt werden. Die Baureihe 1442 Talent 2, S-Bahn Mitteldeutschland, gehört zu Webhead Transit. Doppelstock-Steuerwagen der vierten Generation, da seht ihr selber, ist bei ganz vielen deutschen Strecken enthalten. Bei Rosignord ist er dabei, bei Bremen
Hamburg-Lübeck ist er dabei. Tarantarampe ist er dabei. Kassel ist er dabei. Main-Spessart-Bahn ist er dabei. Für Rapid Transit mit der 182 zusammen als Fahrzeug-DLC erhältlich. Und bei Nahverkehr Dresden ist er dabei. 103 gehört zu Kassel, zu linke Rheinstrecke. Die 112 ist mit Hamburg-Lübeck erhältlich. Die 155 ist als Fahrzeug-DLC für Rosig-Nord erhältlich. Und ist aber auch bei Bremen-Oldenburg in blauer Variante dabei. Die 182 ist auch in mehreren Strecken dabei als einzelner Fahrzeug-DLC für Rapid Transit und Personenverkehr, als Einzelfahrzeug-DLC im Loco-Bündel 1 für, mit Szenarien und Fahrten für Kassel-Würzburg und Bestandteil ist sie außerdem von Hamburg-Lübeck. Dann gibt es die 187, das ist auch ein Einzelfahrzeug-DLC mit Fahrten für Köln-Aachen und anderen Fahrplanfahrten für andere deutsche Strecken. Die 143 gibt es in drei DLCs für Rosig-Nord, für Tarantarampe und für Nahverkehr Dresden. Dann gibt es die 185.2, die gehört ebenfalls zu Rosig-Nord, zu Kassel-Wilhelms, zu Kassel-Würzburg und zur Main-Schönbessert-Bahn. Außerdem gibt es dann noch eine weitere Variante, die 185.5, gehört zu Rhein-Ruhr-Osten und zu Nahverkehr Dresden. Dann gibt es die Baureihe 422, die gehört ebenfalls zu Rhein-Ruhr-Osten und zur Strecke. Es sind außerdem Fahrten auch Rhein-Ruhr enthalten. Dann gibt es die N-Wagen mit dem Karlsruher Steuerwagen. Die gibt es einmal mit Bremen-Oldenburg. Ansonsten können diese auch auf der Strecke linke Rheinstrecke gefahren werden. Die E10, für die Lok gilt das gleiche. Die gibt es mit der linken Rheinstrecke und mit Bremen-Oldenburg. Dann haben wir die 146.2. Die ist bei drei Strecken DLCs dabei. Kassel-Würzburg, Main-Spessart-Bahn und Nahverkehr Dresden. Die Baureihe 363 V60 gibt es einmal als Einzelfahrzeug-DLC für Musik Nord und bei den Strecken Tarantarampe und Nahverkehr Dresden ist sie in der ozeanblauen Lackierung bereits enthalten. Dann gibt es die Baureihe 101, die ist ein Fahrzeug-DLC für Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ich sage die Strecken dazu, damit ihr wisst, wo die Szenarien und das Training stattfindet, denn das findet ja bei den alten Strecken nicht im Trainingscenter statt, sondern bei den älteren Strecken noch auf der jeweiligen Strecke, wo auch die Szenarien mitgeliefert werden. Dann gibt es die Foslo G6, ist ein Fahrzeug-DLC für Rhein-Ruhr-Osten und die Baureihe 365, die gehört zur Nettertalbahn und die 185.2 in der Velion-Lackierung, die gehört zur neuen Strecke S-Bahn Vorarlberg und kann dieselbe und eine ähnliche Lok als Whirlpool, die ist wohl auch bei Tarantarampe Dresden-Chemnitz dabei. Ja, so viel die Übersicht zu den Fahrzeugen und zu den Strecken. Ich weiß, das ist jetzt sehr, sehr viel an Informationen, was ihr da jetzt abbekommen habt. Wenn ihr da nochmal genaue Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wie gesagt, ihr seht das auch direkt, wenn ihr gerade bei Fahrzeugen ist es ja so, da siehst du halt auch direkt hier, wenn du so ein Fahrzeug anklickst, wo das überall im Fahrplanmodus aktuell gefahren werden kann. Zum Beispiel nehmen wir mal diese Strecke. Und manchmal funktioniert das leider hier mit dem Filter nicht so hundertprozentig, aber ich denke, die deutschen Fahrzeuge, die haben wir jetzt alle gesehen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und zum Abschluss dieses Videos werfen wir nochmal einen Blick auf die aktuelle Transam World 4 Roadmap, die Übersicht, was aktuell so für Transam World 4 in der Entwicklung ist. Denn auch hier warten noch weitere deutsche Strecken auf uns. Also in den nächsten 6 bis 9 Monaten wird es anscheinend mindestens 3 deutsche Strecken für Transam World 4 geben. Die erste Strecke, die ist ja jetzt vor kurzem bekannt gegeben worden, das ist die Maintalbahn von Aschaffenburg nach Miltenberg. Und zusammen mit dieser Strecke soll es auch die Baureihe 642, die Zero geben, also die Zero Classic von Siemens. Dann soll in den nächsten 4 bis 6 Monaten noch eine weitere deutsche Strecke folgen und nach 6 Monaten wohl dann noch eine deutsche Strecke und außerdem noch eine österreichische Strecke und eine deutsche Lokomotive. Bei der deutschen Lokomotive in den 6 Monaten, da wird es durchaus interessant. Ich persönlich vermute, Achtung, ist meine persönliche Spekulation, es wird wahrscheinlich der Zug sein, der sich am meisten gewünscht wird und diesen Zug zu bauen und ins Spiel zu bringen, das ist sicherlich extrem aufwendig. Lest mal in die Kommentare, welcher Zug das ist, denn das ist meine persönliche Vermutung. Wenn das schon über 6 Monate bekannt ist, wird es wohl dieser Zug sein. Auch wird von vielen vermutet, diese österreichische und deutsche Strecke könnten was Grenzüberschreitendes werden. Ich meine, die jetzige deutsch-österreichische Strecke, die wird ja als österreichisch geführt, weil in Deutschland nur wenige Kilometer sind.
Ich glaube, dass das zwei getrennte Strecken sein könnten. Dann fragen mich viele, was ich denke, was die Schweizer Strecke von Rivet Games sein soll, die ebenfalls in den nächsten 3 Monaten rauskommen soll. Bin ich etwas ideenlos, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es die Strecke nicht allzu lang sein wird und dass es möglicherweise eine Strecke sein wird, die Rivet Games schon für den Train Simulator Classic gebaut hat. Mein Tipp hier, es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn es zum Beispiel Schaffhausen-Kreuzlingen ist, zusammen mit diesem Turbo-Fahrzeug, wäre nur eine Variante. Wie gesagt, ist aber reine Spekulation. Bei den amerikanischen Strecken bin ich ehrlich gesagt gerade auch etwas ideenlos. Bei den britischen Strecken könnte ich mir gut vorstellen, gerade wenn sie von DTG kommen, dass es da vielleicht noch eine Strecke geben könnte, die dann von Peterborough nach London King's Cross führt. Ansonsten, ja, würde ich sagen, lassen wir uns da einfach mal überraschen. Dann gibt es ja noch weitere deutsche Fahrzeuge, die in der Entwicklung sind. Die Baureihe 420 von TSG Transam Germany und die Ludmilla von Transam Germany. Da gibt es ja noch Fahrzeuge, aber da gibt es auch keinen festen Release-Termin. Fakt ist, beide Modelle sind gebaut und bei der 420 wird wohl an der Antriebssimulation gearbeitet. Die Ludmilla musste wohl nochmal komplett neu aufgebaut werden. Und in Planung ist dort, soweit ich das gelesen habe, auch eine Baureihe 218. Also doch einiges, worauf wir uns jetzt wohl über dieses Jahr freuen dürfen. Wenn wir uns mal die Roadmap genau anschauen, dann sehen wir auch, dass eigentlich das wohl hier der Großteil des kommenden Jahres geplant ist, dass die Planung so fast bis in den Sommer 2024 reicht. Und dann ist es ja die große Frage, wie geht's dann weiter? Kriegen wir dann ein neues Sommer-Upgrade? Oder wie konkret wird es dann eben weitergehen? Also ich rechne nicht damit, dass wir nächstes Jahr schon wieder ein neues separates Spiel bekommen. Das glaube ich nicht. Aber es wird dann schon wieder eine etwas größere Überraschung geben. Dessen bin ich mir persönlich sicher. Ja, so viel wollte ich euch jetzt noch zum Abschluss sagen. Ich hoffe, diese Übersicht hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt zu den deutschen Strecken oder Zügen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Freut mich, dass ihr dabei wart und habt bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.